Geriatrie beschäftigt sich mit älteren Patienten. Naturgemäß als Hauptrisikofaktor ist Alter für Demenz relevant. Das heißt, neben den vielen multimorbiden Patienten haben wir als Nebendiagnose sehr häufig eine Demenz. 44 Millionen Patienten weltweit sind an Demenz erkrankt. Wir haben in Deutschland allein 1,7 Millionen Menschen mit Demenz. Wir machen einen sogenannten MMST, einen Assessment, wo wir den Patienten dann untersuchen auf demenzielle Syndrome und können dann neben den klinischen Untersuchungen und bildgebender Diagnostik testpsychologischen Untersuchungen feststellen, ob der Patient an Demenz leidet. Häufig bekommen wir Patienten mit kognitiven Defiziten stationär zugewiesen. Patienten mit fortgeschrittener Demenz, also in einem Stadium 2 bis 3, sind dann häufig aus der gewohnten Umgebung herausgerissen, wo es nicht so sinnvoll ist, diese Patienten im stationären Setting zu behandeln. Im frühen Stadium zur Einstellung der Therapie ist es durchaus sinnvoll, gerade den multimorbiden Patienten mit demenziellen Syndrom auch stationär zu behandeln und dort die Begleiterkrankung und auch die Genese der demenziellen Syndrome abzuklären. Nach Diagnose und Ausschluss anderer Faktoren für die demenziellen Syndrome, wenn es um eine Alzheimer-Demenz sich handelt, wird neben der medikamentösen Therapie, die grundsätzlich aus nur zwei Medikamenten besteht, eine nicht-medikamentöse Therapie eingeleitet. Das heißt, das entsprechende Umfeld, das Setting, Kontakte werden hergestellt zu Selbsthilfegruppen, eine physiotherapeutische Behandlung, eine ergotherapeutische Behandlung. Und diese nicht-medikamentöse Therapie spielt eine große Rolle neben der medikamentösen Therapie, die so hoch wie möglich und auch so früh wie möglich eingeleitet werden soll. Ansonsten kann die demenzielle Syndrom nicht verzögert werden.